Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin weiterhin auf Mallorca. Hier habe ich geparkt. Wir laufen jetzt zu Espontas, das Felsentor in Santaní. Und dann machen wir ein paar Fotos. Und wir legen los, wie immer, gleich nach dem Intro. So, jetzt direkt am Spot ein paar Langzeitbelichtungen machen. Ich sag's euch nochmal, safety first. Ich stehe hier relativ nah an den Klippen. Weiter würde ich tatsächlich nicht gehen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Schisser. Aber es ist hier schon ein bisschen unangenehm. Also ich sehe quasi jetzt schon, wo das Wasser unten an die Klippen schellt. Die eine oder andere Langzeitbelichtung habe ich schon gemacht. Ich drehe euch einmal um, dass ihr das hier alles sehen könnt. Und dann quatschen wir kurz. So, wir sind hier an Espontas in Santaní. Hier steht die Kamera, aufgebaut auf Stativ. So, die ist gerade wieder ausgegangen. Fokus habe ich schon manuell gezogen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Genau, Fokus habe ich manuell gezogen. Und ich habe hier quasi den Busch als Vordergrund gewählt. Fotografiere hier auf das Felsentor. Sonnenaufgang lässt noch ein bisschen auf sich warten. Auf den möchte ich allerdings auch warten. Ansonsten ist das hier, ja, ein bisschen justieren, echt ein schöner Spot. Also, wir stehen hier jetzt halt wirklich direkt an den Klippen. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. Schätzungsweise 15 Meter. Ich denke, man wird es überleben, wenn man unten nicht zwischendurch immer mal wieder auf Felsen schlägt. So. Ansonsten, hier geht es eben immer relativ steil nach unten. Deshalb auf jeden Fall vorsichtig. Halbwegs festes Schuhwerk auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen wenig Profil, musste ich feststellen. Aber es geht. Wenn ihr euch generell unwohl fühlt, wenn bei Höhe und so, macht es vielleicht nicht. Also ich glaube, umso unsicherer ihr seid, umso schwieriger wird das hier. So, wir drehen einmal wieder die Kamera, dürft ihr noch mal mich sehen. Ja, also wie gesagt, umso unsicherer ihr seid, umso gefährlicher ist es hier, glaube ich. Ja, ich fühle mich schon ziemlich unsicher. Bin da eh so ein bisschen ein Schisser. Ich versuche ein bisschen an meine Grenzen zu gehen, gerade für die Fotos. Aber das hier ist Grenze genug. Ich kriege von hier aus das Felsentor auch nicht ganz drauf, nur so 75%. Lebe ich jetzt einfach mal damit. Oben von der Aussichtsplattform habe ich aber auch noch einen coolen Spot gesehen. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer, da ist ein Geländer. Und da machen wir auch noch eine schöne Langzeitbelichtung. Da nehme ich euch auch noch mal kurz mit. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier noch ein, zwei Leute an den Spot kommen. Im August war ich schon mal hier. Irgendwie hatte ich da nicht so viel Schiss, da lag ich hier auf dem Boden und habe Fotos gemacht. Vielleicht, weil die Kamera auch günstiger war. Vielleicht habe ich ein bisschen arg Angst, dass die da runterfällt. Genau. Wir machen hier mal noch eine Langzeitbelichtung. Wir sind jetzt bei 2,5 Sekunden. Blende 13, ISO 50. Also ich finde, das Wasser ist schon schön glatt. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch den ND-Filter rauskramen. Ich denke, ND64 wird ausreichen, um hier eine richtig schöne Langzeitbelichtung zu machen. Es ist relativ windstill, das heißt, auch das Gebüsch wackelt nicht rum, beziehungsweise maximal dezent. Und dann nehme ich euch noch mal kurz mit. So, was den Sonnenaufgang angeht, habe ich mich zu sehr auf das letzte Mal verlassen, als ich hier war. Da war der Sonnenaufgang nämlich genau hier hinterm Felsentor. Zeige ich euch einmal. Genau hier hinten. Jetzt ist er irgendwo da hinten über der Insel. Das heißt, ich müsste quasi auf dem Wasser stehen. Machen wir natürlich nicht.
Das heißt, wir gehen jetzt noch auf die Aussichtsplattform und machen dort noch ein paar Fotos. Ich zeige euch gerade noch mal hier meinen Aufbau. Ich habe hier noch ein paar Fotos im Hochformat gemacht. Bisschen nah gewesen eben in der Kamera, Entschuldigung. Ich zeige euch hier noch ein paar Aufnahmen. Blende die euch ein, während ich quasi nach da oben laufe. So, jetzt zeige ich euch das einmal. So, wir haben hier das Stativ. Ich habe übrigens das Rollei Traveler Number One, heißt es, glaube ich, habe ich mitgenommen, aus Platzgründen im Gepäck. Und hier haben wir das Ganze im Hochformat. L-Winkel von Ulanzi kann ich super empfehlen für die A74. Ich werde mir jetzt noch, weil es keinen L-Winkel gibt, noch den passenden Cage für die A7C holen, weil ich eben hier auch das Schnellwechselsystem habe. Ich versuche euch das mal kurz zu zeigen. Also ich drücke hier einen Knopf und kann einfach die Kamera runterziehen. Super praktisch, kann ich euch nur empfehlen. So, und wir laufen jetzt zur Aussichtsplattform und in der Zeit dürft ihr euch ein paar Bilder von hier anschauen. So, ich bin jetzt an der Aussichtsplattform. Grundfilter. Ich habe keine anderen mitgenommen. An und für sich finde ich die auch wirklich gut von Rollei. Aber bei 17 mm, die ich gerade gerne hätte, habe ich eine richtig krasse Ignitierung mit CPL und ND64. Versuche euch das mal kurz zu zeigen. So, wie ihr seht, haben wir hier eine ganz klare Vignettierung, hier auch, und hier unten haben wir das auch. Das ist natürlich super nervig. Deshalb kann ich das Foto zumindest im Hochformat, Querformat habe ich schon gemacht, blende ich euch hier ein. Im Hochformat müsste ich wirklich auf 17, 18, 19, 20 mm. Ja, 20 mm ist schon zu viel. Und ein bisschen Luft brauchst du quasi links und rechts auch, wenn du das ja auf Instagram posten willst. Zumindest in der Story, im Feed geht's noch. Musst du ja eh ein bisschen was wegschneiden von oben dann. Deshalb habe ich auch ein bisschen mehr Himmel mit rein, dass wenn ich auf 4:5 schneide, da oben was wegnehmen kann. Kann ich auch nur empfehlen. Naja, als kleinen Tipp möchte ich euch mitgeben, wenn ihr auf so Wegen unterwegs seid, habt die Kamera in der Hand. Ich habe hier einmal die Handschlaufe von Z-Rope. Ich habe die euch auch schon vorgestellt auf dem Kanal. Könnt ihr euch anschauen. Hat nicht so viele Aufrufe, scheint nicht so viel Interesse zu erwecken. Aber ist super praktisch. Muss nicht die von Z-Rope sein, aber kauft euch eine Handschlaufe. Super, super praktisch. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr die Kamera in der Hand haltet und lauft damit. Und es ist ein bisschen vom Untergrund her nicht so stabil. Ihr könntet auch stolpern, hinfallen und so weiter. Klappt auf jeden Fall das Display ein. Ich muss mal schauen, der Gimbal verabschiedet sich hier so ein bisschen. Genau. Schaltet auf jeden Fall das Display ein. Nicht einschalten, sondern einklappen. Ja, ich hoffe, ich habe es vorher schon richtig gesagt gehabt. Und denn wenn ihr hinfallt, reißt ihr euch eventuell das Display ab, verkratzt das oder sonst irgendwas. Super ärgerlich. Ich denke, Kratzer am Gehäuse kann man auf jeden Fall verkraften. Klar, das Objektiv könnte kaputt gehen beim Sturz, das Bajonett könnte kaputt gehen beim Sturz, aber das ist so eine Kleinigkeit, die ich meine, die ihr einfach vermeiden könnt. Also so richtig einfach. Wenn ihr ein Klappdisplay habt, einfach einklappen, also Klapp- und Schwenkdisplay einfach komplett zuklappen, dann kann nichts passieren. Bei einem Klappdisplay, das ihr einfach nur nach oben klappen könnt, würde ich euch empfehlen, das auch einzuklappen, nicht, dass da irgendwas an der Verankerung oder so passiert. Tipp dazu. Ansonsten wirklich, Rechteckfilter ist auf jeden Fall besser als Rundfilter, vor allem wenn ihr relativ weitwinklig sein möchtet. Ich habe das hier so nicht erwartet. Ich dachte, so 20 bis 28 mm reichen. Bei 20 mm ist die Vignettierung weg. Das ist jetzt einfach so.
Ja, ich habe die anderen nicht dabei, da meine Filtertasche mit allen Filtern auch circa ein Kilo gewogen hätte. Wir hatten noch 200 Gramm im Koffer frei. Also, was musste da bleiben? Meine Filtertasche. So. Ich nehme euch mal noch kurz mit. Ich möchte mal von da vorne noch was versuchen. Wobei wir da das Felsentor wahrscheinlich nicht ganz drauf kriegen werden. Und dann sehen wir uns gleich. Nochmal da drüben. Ihr müsst mir ja nicht beim Aufbauen zuschauen. Bis gleich. So, ich bin jetzt hinter das Geländer und habe die Kamera positioniert. Also am Geländer vorbei. Will ich jetzt erstmal nicht empfehlen. Aussicht ist gut. Idee ist vielleicht blöd. Weiß ich nicht. Genau. Aber wenn ihr das Video seht, war es keine so schlechte Idee. Aber wie gesagt, immer schützt euch und macht keine dummen Sachen, nur um geile Fotos zu machen. So ein geiles Foto bringt es nicht, wenn ihr dann am Ende verletzt oder nicht mehr da seid. So, ich zeige euch einmal die Aussicht. So, von hier aus seht ihr das Felsentor auf jeden Fall einen Ticken besser. Ja, ich habe hier die Kamera positioniert. Das ist quasi auch der letzte Stein, bevor es steil nach unten geht. Deshalb, ich zeige euch hier die Bilder. Ich bin jetzt bei, ich schau mal kurz, Blende 16, 15 Sekunden und einen ISO-Wert von 50 mit ND64 und CPL. Und ich finde, da kommen ganz tolle Aufnahmen raus. Ich mag das, wenn das Meer richtig glatt ist. Klar, das muss man mögen. Viele sagen immer so, ah, eine Sekunde reicht, fließend Wasser und so. Aber ich finde das immer ganz geil. Ich drehe euch einmal wieder um. Ich finde das immer ganz geil, wenn das Meer relativ glatt ist. Und ich finde, das hat immer so ein bisschen was Mystisches. Aber das ist Geschmackssache. Viele werden sagen, ah, Bild gefällt mir nicht. Ich mag das lieber, wenn man auch ein bisschen mehr sieht. Ich finde, 15 Sekunden glatt, 30 Sekunden ist brutal glatt. Das ist ganz klar. 15 Sekunden ist auch sehr glatt. Aber wie gesagt, mir gefällt das. Mir gefällt das. Ihr merkt bestimmt, ich schaue hier die ganze Zeit runter und keine Ahnung, nicht, dass ich hier von einem Vogel erschreckt werde und da runterfall oder sonst irgendwas. Deshalb denkt immer daran, safety first. Ich mache hier noch 2-3 Aufnahmen und dann verschwinde ich. Ich blende euch die Aufnahmen hier ein, aber an diesem Punkt erstmal danke, dass du dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.